Ich habe da mal wieder was für euch. Folgendes: Ab und zu werde ich gefragt, wie kann ich eine Information in das SIEM integrieren, zum Beispiel die Bordtemperatur. Das kam heute. Ich weiß zwar nicht warum, aber jeder wie er möchte, ne? Um dies zu bewerkstelligen, geht ihr auf Edit Screens. So, jetzt möchte ich zum Beispiel hier die Raumtemperatur haben. Dazu gehe ich jetzt hin, lösche das, mache ein neues Feld, Field, Feld, passe das an von der Größe her. So, machen wir mal small. Jetzt ist das hier standardmäßig auf Call Power. So, wenn ich jetzt Raumtemperatur haben möchte, ich mache es immer zu schnell, gehe ich auf Optionen, klicke hier oben, dann scrolle ich runter. Und habe hier irgendwo da, Raumtemperatur. Klicke ich an, Dezimal lasse ich auf Automatik und schon habe ich die Raumtemperatur. Ganz simpel. Man kann natürlich auch hingehen und zum Beispiel die Uhr anzeigen lassen. Display. Display, Uhrzeit, also Uhrzeit. Zack. Jetzt müssen wir das natürlich noch umstellen auf 24-Stunden-Anzeige etc. und das natürlich entsprechend anpassend von der Größe her und schon habe ich hier die Uhrzeit. Und so kann man das mit allen möglichen Dingen machen. Das ist also relativ simpel. Was kann man hier noch machen? Keine Ahnung. Was auch immer. Ja, lustig seid. War ein ganz kurzes Video von mir. In diesem Sinne, Replay ist die Zukunft und die Zukunft ist jetzt. Ach ja, und noch was. Heute Abend oder morgen werde ich ein Video online nachmachen lassen, tun, bezüglich Projekt DNA Crew Theme Gestaltung. Ich finde, das ist ein spannendes Projekt und ich hoffe, da machen einige mit. Dann wird das sehr lustig und irgendwann haben wir ein super Hammer Theme, was jeder User, auch wenn er keinen Plan hat, wunderbar mal eben schnell anpassen kann. Es wird sehr spannend. Dranbleiben, großer Martin. Tschö!